die Rennsituation, sie verwandelte sich ja fast jede Runde oder alle vier, fünf Runden. Oh, rausfliegt Schumacher. Ja. Läuft der Motor noch? Da ist nur Wiese. Wenn der Motor noch geht, kann er weiterfahren. Also, mal eben nach Hause fahren, das ist leichter gesagt als getan. Zeigt wieder mal, wie die Bedingungen sind. Übrigens dieselbe Stelle, in der die Irvine draus geflogen ist. Oh, es geht nicht mehr. Ist weg. Jetzt. Komm, raus aus dem Auto jetzt. Alesi. Der steht gefährlich da. Ja. Mitten auf der Fahrbahn und vor allem auf der Ideallinie. Die Fahrzeuge kommen da rechts raus und schon ist der Abschleppwagen da. Die sind flink, die Jungs hier, muss man sagen. Jetzt haben sie natürlich auch den zweiten Einsatz nochmal hintereinander. Das werden sie genauso gut machen, deswegen gibt es da kein Safety Car. Hier kommt's. Hier kommt er schon an. Kreiselnd, da ist noch eine Wasserrinne, da fliegt er drüber. Verliert einige eine Menge Teile, ja. Einige Karosserieteile, aerodynamisch und nochmal über die Wasserrinne und wieder zurück auf die Strecke. Ich glaube, der Motor lief noch. Er blieb ja sitzen, hat versucht, den Gang einzulegen und dann ging es aber nicht mehr. Mensch, du stehst gefährlich, Mann, ja. Geh zumindest hinter das Auto. Heidfeld gegen Trulli, das war um Platz 4. Heidfeld hat Trulli kassiert, Marc. Stark. Boah. Am Ende der Startzielgeraden ist Nick auf Platz 4, hier. Bitte sprich mal ein Lob aus. Ja, nein, ich schaue nämlich, was für Reifen er drauf hat. Die Einstellung ist aber zu klein, um das zu sehen. Vielleicht sind es unterschiedliche Reifen. Aber trotzdem, ja, loben kann man ihn natürlich. Stark.